Hallöchen, ich bin wieder da und heute wieder vor der Kamera. Das wird wohl jetzt beim Sticken öfters mal passieren, weil ich nämlich eine riesengroße weil ich wieder rangekommen bin. So, mein Staubroboter, der wollte sich jetzt auch mal im Video mit verewigen. Gut, ich habe heute für euch die ganzen Gecko-Rouge da, die ich dann auch sticken werde, euch zeigen werde, wie weit ich bin, beziehungsweise dann beim Sticken noch Näheres erklären möchte. Und wir fangen mal gleich mit dem ersten Bild an. Ich habe hier ganz viele Kisten, Tüten zu liegen. Und zwar das erste Bild ist das Bücherregal. Schaut mal. Da bin ich noch nicht weit gekommen. Ich habe das Bücherregal im Q-Snap drin. Und ja, ich zeige euch dazu mal das entsprechende Foto. Genau. Hier ist das Foto vom Bücherregal. Und ich bin jetzt hier vorne bei diesem braunen Buch. Ne? Ja, das war eins meiner ersten. Hier habe ich auch alles drin an wichtigen Sachen, also die Garne und alles. Ich kann jetzt kein Gecko-Rouge mehr kaufen. Jetzt ist Schluss. Ich habe nämlich, mein Regal ist leider jetzt voll. Ich habe es in 18 Count, also ist es ja wieder in Inch. ...84 × 43. So. 81.900 Stiche. Ich werde jedes einzelne Bild nochmal stickt mit mir ein Faden lang genauer vorstellen. Dann habe ich... Ja, das habe ich. Also alle Bilder habe ich jetzt schon im Unboxing, außer eins, das letzte, das zeige ich euch dann. Das ist auch ein wunderschönes Bild, das kommt in mein Bad. Butterfly und Lotus. Das ist 154 × 317 Stiche und hat 76 Farben. Das habe ich natürlich auch schon angefangen. Das habe ich auf einen Rollrahmen. Schaut mal, das ist die ganze Ausbeute. Hier ist mein riesengroßer Needleminder, den ich mir bei Gecko-Rouge immer dazu geleistet habe. Ja. Ich werde auch alle Bilder noch mal fotografieren. Wartet mal, ich muss mal ganz schnell abtauchen. Er findet seine Ladestation nicht. Oder sie, oder er, oder es. Ja, das nächste Bild ist dieses herrliche Bild. Also das sticke ich so gerne. Ja, starte mal. Das ist so ein schönes Bild. Das ist Candy Kiss. Ne? Da habe ich auch schon eine ganze Menge geschafft. Ich habe dieses Weiß, hätte ich theoretisch weglassen können. Man sieht es kaum. Aber das habe ich nur im halben Stich mit dabei. Und deshalb, also sticke ich nur im halben Stich. Mal gucken, ob ich die passende Tüte dazu finde. Nee, zurzeit nicht. Ich habe, außer das Bücherregal, ansonsten habe ich alle... mit digital und Buch. Dann, ja, das ist das Garn. Dann habe ich euch ja vorgestellt mein neues Projekt, was ich gern über den Kamin machen möchte. Das ist diese Landschaft
ein wunderschönes Bild. Ja. Hier ist das Garn. Und das hat 530 x 280 Stiche. Da mache ich noch ein extra Video dazu, um die ganzen, also um das anzustecken, um euch das zu zeigen. Und ja. Das war das nächste Bild. Dann, darauf freue ich mich auch schon. Hier ist zum Beispiel das, hier sind zwei Bücher drin. Wieso sind hier zwei Bücher drin? Da muss ich jetzt echt mal gucken. Also so sieht das dann praktisch aus, wenn man das als Muster bekommt. Sicher ist sicher. Habe ich diesen herrlichen Eiffelturm, den ich für meine Kinder sticken möchte. Leider nicht, aber es ist auf Schwarz, es gab es nicht anders. Es wird ein Vergnügen werden. Und schaut mal, ganze vier Farben nur. Ganze vier Farben nur. Ja, das ist nicht so groß, muss ich sagen. 135 mal 191 Stiche. Ja. Passend dazu auch den Needleminder, den bekommen sie dann auch noch dazu geschenkt. Habe ich jetzt zu Weihnachten gesagt. Und die freuen sich schon ganz. Kiss habe ich gezeigt, Butterfly habe ich gezeigt, Eiffelturm, Landschaft. Und jetzt kommt das Bücherregal, habe ich gezeigt. Also sind jetzt sechs Bilder. Bloß ich wollte das jetzt wirklich nochmal vorneweg ein Video zeigen mit euch gemeinsam. 18 Count, 31 mal 41. Das ist das passende Auge. Da möchte ich gerne den Mund und das Auge dazu dann später nebeneinander legen. Das sind die Farben. Ich habe noch nicht angefangen. Es ist wieder weiß, was ich bestimmt wieder im Halbstich machen werde. Ja, und da liegt der Stoff hier auch noch dazu. Genau, das war es jetzt. Eine kleine Übersicht zu meinem Gecko Rouge. Ich werde dann zu Heaven and Earth noch eine große Übersicht machen und dann passend, ihr seht hier, das sind hier die Regale, die ich oder die Schubfächer. Da habe ich dann passend Herbst, Frühling, Sommer, Winter. Die vier, dann habe ich von Heaven and Earth in eine Schublade, von Gecko Rouge eine Schublade und die restlichen, die ich noch nicht so einteilen konnte. Ich sage Tschüss und wir sehen uns dann gleich wieder zum Sticken, nämlich stick mit mir ein Faden lang. Ciao! So, jetzt beginnen wir mit dem ersten Bild, mit dem Candy Kiss. Und ich möchte heute mit euch hier dieses, das ist gar kein Schwarz. Das ist, ich würde sagen, das ist die 939, das ist dunkelblau. Und ich zeige euch mal, wo ich jetzt gerade bin. Hier unten das Kästchen lang hoch und dann geht das immer weiter. Genau, hier lang weiter. Bis, habe ich noch eine ganze Menge zu sticken. Und ja, dann beginnen wir mal. Das Gute daran ist hier, ich sehe jetzt hier oben, das ist die Nummer 52, das Zeichen, dieses schwarze Viereck oder Quadrat und habe noch 1224 Stiche zu erledigen. Das zählt also rückwärts. Ich habe heute 0 Stiche. Habe schon 6450 Stiche von 67.122 und habe 9,61% geschafft. Ich streiche mir das dann immer ab beim Pattern Keeper. Das ist immer ganz günstig.
Oder ich zeichne mir schon die Reihe vor, die ich sticken möchte. Und dann weiß ich genau, wo ich bin. Ich habe dieses dunkelblau, ich glaube, da sieht man, das ist gar kein Schwarz. Und los geht's. Ja, 6450 Stiche. Na, mal schauen, wie viel wir jetzt hier schaffen. Ja, diese Dinger, die passieren auch nicht mehr hier, diese Rattenschwänze. Ich habe ja jetzt ein anderes System. Und zwar hier. Nicht mehr das bloß nochmal, sonst verrenke ich mir den Hals. So, es geht los. Ich gucke mal nochmal, ob ich euch noch dichter ran. Ja, ich habe das jetzt noch im Rollrahmen drin gelassen, weil das ist gar nicht immer so einfach, immer das ein- und auszuspannen. Also lasse ich das jetzt hier im Rollrahmen. So, und wie es so ist, mein Akku hat gerade angezeigt. Ich werde mal schnell das Kabel holen und das schon noch anschließen. Nicht, dass wir dann mitten beim Arbeiten jetzt hier so, prima. Jetzt geht's los. Ja, wir sticken jetzt hier einen Faden lang und natürlich ist der Faden wieder rausgegangen. Ich habe immer einen Einfädler. Ich habe schon das Foto gemacht, damit ich weiß, wie weit war ich im Januar gewesen. Und werde mir das natürlich auch nochmal aufschreiben. Ich habe ja so ein Buch, das wollte ich euch auch nochmal zeigen. So ein Stickbuch. Sticken 22 bis. Hast du nicht gesehen? Da kommen dann alle meine Projekte rein. Und jetzt muss ich doch mal gucken, wo ich den Geruch habe. Das ist ganz interessant, wenn man hier so sieht, was man alles so gemacht hat. Den Oles sehe ich gerade. Gecko Rouge Kiss. Da hatte ich das letzte Mal am 18.11. eingetragen. Mein Gott, 18.10. auch 18.11. 9,64. Dann werde ich gleich nochmal 9,61, genau. 6450 Stiche. Da hatte ich aufgehört. So. Januar 22. Das gleiche. Und dann weiß ich auch von der Stichanzahl her und dann kann ich das mal vielleicht mal runterrechnen später. Das ist gar nicht so verkehrt. Gut, jetzt geht's aber los. Da ich den Faden doppelt nehmen kann bei 18 Count, kann ich hier mit der Schlaufe anfangen. Ich gehe also hier durch, habe das erste, gehe nochmal hier rein und dann kommt der Knoten nach unten. Bei diesen dunklen Fäden mache ich immer das Kreuz gleich, weil ja, ich habe da Probleme, ich weiß auch nicht warum. Und jetzt sehe ich auch hier wieder kaum was.
Ich muss noch mal das Licht richtig setzen. Ich gucke zwar immer zum Anfang, aber wenn man dann doch beim Sticken ist. Genau. Denn das wirft ja doch abends immer noch einen Schatten hier. Ich werde mal die linke Hand nicht dazu nehmen, weil die dann immer ins Bild kommt. Und ich muss euch ehrlich sagen, hier mit meinem Stick, mit mir ein Faden lang, das sage ich mir dann auch oft bei Projekten. Komm, ein Faden nur. Ein Faden machst du heute nur. Naja, und aus den einen Faden wird dann der zweite Faden und dann der dritte Faden. Und so kann man sich dann auch echt motivieren. Das Weiß ist natürlich wunderbar im Halbstich. Das geht so schnell. Theoretisch könnte man es weglassen, aber dann sieht man ja eh den Stoff. Und so ist wenigstens ein bisschen was drin, ne? Mein Q-Snip wackelt heute wieder. Ich habe alles festgemacht, aber der wackelt immer. Wer den hat, wird das bestätigen können. Also nicht so oft hingucken. Ja, irgendwann sieht man hier die Löcher nicht mehr bei diesem Dunkeln. Ich sag mal, es ist dunkelblau. Das ist bestimmt die 900. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum ich das nicht weiß, weil Gecko Rouge keine Farbnummer mitgibt. Kann man dann, wenn wirklich mal Faden fehlen sollte, ja, seht ihr, ich sehe schon wieder nicht, wo ich hier rein soll. So, ich habe jetzt die Sperre drin, weil ihr ja das letzte Mal gesagt hattet, dass man das. Ich hoffe, dass es jetzt wirkt. Kräfti hatte mir dann den Tipp gegeben, wie ich das einstellen kann. Danke nochmal. Aber jedes Telefon ist ja anders und bei mir steht dann irgendwas. AF, AE-Sperre. Und dann dürfte es jetzt nicht mehr passieren. Den Fokus, das habe ich alles schon rausgenommen, aber trotzdem ist es doch manchmal so, dass es nicht funktioniert. So, jetzt mal nach unten. Ich hasse dieses Schwarz. Ich hasse. Oder braune, dunkelblaue. Aber das muss ja auch gestickt werden. Und ihr könnt die Farbe besonders gut sehen.
Gut, dann muss man sich auch wieder einstellen auf 18 Count oder 16 Count oder 14 Count. Das ist dann, wenn man dann immer wechselt, das wird dann immer ziemlich lustig. Ein Bild habe ich in 25 Count und da bin ich echt noch beim Überlegen, ob ich das Bild weitermache. Oder ob ich mir nochmal neuen Stoff kaufe. Auch das erkläre ich dann, wenn ich an dem Bild bin. So, die zweite Reihe ist auch fertig. Muss man schnell abstreichen. Sonst sind jetzt bei der dritten Reihe. Die Fäden waren schon, also die Länge war schon vorgegeben. Man konnte es dann durchschneiden. Ich werde das nächste Mal beim nächsten Bild werde ich es anders machen. Da werde ich das länger lassen und nicht so kurz. Klar könnte ich jetzt mit zwei Fäden machen, aber dann kann ich ja wieder nicht mit dem Schlaufen, mit der Schlaufe anfangen. Ach, das ist alles. Wie man es macht, ist es falsch. Ja, dadurch, dass ich jetzt so viele Stickprojekte habe, gehen einige Stickprojekte unter. Aber ich zeige euch erstmal alles, was ich habe. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Da haben wir im Januar und Februar und März gut. Gut zu tun. Genauso wie beim Diamond Painting, wo ich erstmal alles wieder vorstelle, welche Projekte jetzt in diesem Jahr sind. Und ja, ich freue mich schon. Zumal ich ja jedes dann wieder mal in die Hand nehme. Und gucke, wie weit ich bin. Und dann schaue ich mal, wie ich weitermache. Welche Projekte ich dann ja etwas länger sticken werde. Wie ich das mache, also so wie bei Diamond Painting mache ich es nicht. Mit dem Losziehen. Mal gucken. Da fällt mir bestimmt noch was Gutes ein. Aber erstmal kommen ja alle Bilder wieder dran, die ich habe. Und ich sortiere das eben ein bisschen nach Kategorien. Ich zeige jetzt nicht alles mit einmal. Das kann man sich eh nicht merken. Und dann wird das Video vielleicht 2 Stunden lang und dann so könnt ihr immer noch mal nachgucken. Ach, wie war denn das mit dem Gecko Rouge? Denn wenn ich jetzt so ein Video mir angucke, die dann komplett alles zeigen, dann müsste ich ja das ganze Video noch mal angucken, weil ich vielleicht ein Bild suche, was mir gut gefallen hat. Und so werde ich das jetzt so ein bisschen in Kategorien aufteilen. Jetzt kommen die Gegerusch dran und dann denke ich mal, kommt Heaven and Earth. Dann ist schon fast Frühling. Dann kommen die Frühlingsprojekte oder Frühjahrsprojekte dran. Ja, und dann ist nicht mehr lange, dann ist schon wieder Sommer.
Und dann ist nicht mehr lange, dann ist schon wieder Weihnachten. Ja. Aber ich konnte ja Gott sei Dank in dem einem Jahr jetzt viel Erfahrung sammeln mit dem Sticken. Mal gucken, ob ich es noch schaffe, die Reihe. Das wäre ja nicht schlecht. Dann hätte ich drei Reihen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Naja, ist ja nicht gerade. Nee, nee, ich merke schon. Es kommt schon wieder nicht mit raus hier. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Nee, da mache ich auch keine Experimente. So. Das Kreuz mache ich noch fertig. Und dann ist der Faden auch schon wieder alle. Schön, wie man sich immer die Finger verrenkt hier. So, das wird dann nachher noch vernäht, wenn ich dann soweit bin. Ich gehe ein, zwei Kästchen weiter, versuche die Mitte zu treffen, gehe nochmal in die Mitte rein. Ist natürlich jetzt blöd, weil jetzt hier so ein Faden ist, aber das nutzt nun mal nicht. Versuche nochmal die Mitte zu treffen. Und komme dann hier oben raus. Ich lasse den Faden jetzt nicht mehr oben, sondern unten. Gehe das nächste Kästchen rein. Gehe hier unten wieder raus. So. Und wenn ich dann an der Stelle bin, kann ich dann das Feuer wegmachen. Und kann das jetzt oben hier abschneiden. So. Und das kann man ganz leicht rausziehen mit der Nadel dann, wenn ich an dieser Stelle bin. Ja, das war's zu dem Bild. Ich habe zwei hier fehlen noch, die nehme ich noch weg. Also der Faden hat jetzt 19 Stiche erreicht. Für 19 Stiche. Na gut. Bis zum nächsten Bild. Tschüss, eure Celine.